Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Good Night Show. Allerdings in einer Special Edition, nämlich der Holy Night Show. Ho, ho, ho. Los geht's. Diejenigen, die wir als unseren Lockvogel ausgemacht haben, das ist die Chrissy. Oh, bist du wahnsinnig? Die rufen wir jetzt an. Hallo? Hallo, Chrissy. Hallo. Hier ist der Joki. Hi. Ich stehe vor deiner Türi. Komm doch raus. Komm doch raus, sie. Okay. Was noch? Ich versteck mich jetzt. Sag mir kein Wort. Hallo. Ah, kannst du mich sehen? So blöd. Hallo, Chrissy. Hallo. Leise, ist auch nicht. Nicht, dass irgendwie einfach wird. Ich wollte in den Haus. Chrissy. Hi. Ich habe für dich dieses Mal, das möchte ich dir nur vorher schon sagen, nicht, dass du enttäuscht bist, keine 1000 Euro. Okay. Ist okay? Dabei gibt es 5 unglaubliche Weihnachtsgeschenke. Yay. Ja. Gut. Wollen wir mal reingehen? Ja. Bring die Mama High Heels an. Safe hier noch
ungefähr 30.000 Euro Pfand. Perfekt. She's ready for round two. Die Kniebeuge funktioniert folgendermaßen. Du bekommst von uns eine Mundharmonika. Die musst du in den Mund nehmen, musst aber auch die Nase zuhalten. Und dann musst du innerhalb von 20 Sekunden 12 Kniebeuge machen. Das ist eine nagelneue Mundharmonika, da musst du keine Sorge haben. Hat noch keiner vor. Kniebeugen. Das mit den Händen ausgestreckt, oder? Ja. 20 Sekunden. 12 Kniebeugen. Auf die Plätze. Fertig. Los. Das wird nicht laut sein, ne? Nee, du musst das in den Mund nehmen. Ah, jetzt check ich. Okay. Okay, fuck. Schreck 12. Das ist gut schwer. Aber Gratulation. Dankeschön. In der nächsten Runde geht es um Utensilien für eure WG. Interessiert? Ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir einmal raus, denn wir haben ein kleines Spiel aufgebaut draußen im Flur. Dieses Spiel heißt Glory Hole. Mhm. Ja, ich bin ganz froh, dass es nur mit Bowling hier zu tun hat. Also, du müsstest diese Bowlingkugel in einer idealen Welt durch das Glory Hole durchschießen, ohne dass die Dosen umfallen, weil wenn die Dosen umfallen, wird's laut. Ladies and Gentlemen, es gibt eine weitere Runde bei der Holy Night Show. Ho, ho, ho. Wie oft soll ich werfen? Dreimal werfen. Ich drück dir ganz fest die Daumen. Okay. Ey, sorry, natürlich. Ey, Frank, du bist mir eingefallen.
wenn du jetzt zurückkommst, ne, mach keinen Lärm. Okay. Tür ist offen nach draußen. Und geh's einfach weiter. Sag mal, das war dumm. Du zockst hier mit Chrissys Gewinn. Oh, jetzt. Entschuldigung, das Rührgerät und der Toaster geht in euer Besitz über. Yes. Die Küchengeräte sind eure. Wenn du sagst, du hörst jetzt auf, aber ich kenn dich, sag's mir. Ich spiel weiter. Du spielst weiter. Du willst eine Runde weiter. Und in der nächsten Runde gibt es einen Preis, den kennt man sonst nur aus Luxushotels. Eine Pickepacke volle Minibar mit allem, was das Herz begehrt. Dafür brauchen wir aber jemanden aus der WG, der mitspielt. Wen können wir wecken? Passi. Ja. Okay. Wenn du Bock hast, ne? Ich weiß, du hast wahrscheinlich keinen Bock, weil es ist mittlerweile 20 nach 3. Mhm. Aber wenn du mitmachen würdest, wäre das sehr gut, weil wir müssen jetzt ein kleines Quiz spielen, zusammen mit der Chrissy. Der Ballett darf nicht wach werden, das ist ganz wichtig. Komm, schnell. Ja. Komm, roll mit dir, Frankie. Wir spielen. Shit the Crop. Save me from tears, I'll give it to someone special. Wir spielen jetzt gleich ein Quiz. Jedes Mal, wenn ihr eine Frage richtig beantwortet, bleibt diese Tür zu. Jedes Mal, wenn ihr eine Frage falsch beantwortet. It's here to save me from tears, I'll give it to someone. Das ist der Berliner Kneipenchor, der beste Chor, den diese Stadt hat. Wie viele O's befinden sich in der ersten Strophe vom Weihnachtsdauerbrenner O Tannenbaum? In der ersten Strophe? Sieh schon weiter als du. O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter? Und dann nochmal O Tannenbaum. Ach, zwei. Okay, es tut mir leid. 5 Sekunden. Bald ist Nikolaus Abend da. Bald ist. Und ich glaube, ihr habt euch verzählt. Du grüßt nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter. Das ist doch nicht die gleiche Strophe. Und Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Schläft er noch? Hey, der Bennett ist der Wahnsinn. Habt ihr Bennett aufgenommen? Der Bennett wird überwacht, ja. Wir hoffen auch, dass er nicht Dinge macht. Was vermischt die böse Stiefmutter im Weihnachtsklassiker? 3 Haselnüsse für Aschenbrödel, um Aschenbrödel mit Arbeit vom Hofball abzuhalten. A. Erbsen und Mais. B. Linsen und Mais. C. Erbsen und Reis. Kann ich so mal hören? A. Erbsen und Reis. B. Linsen und Mais. Linsen und Mais. Zehn. Eigentlich dachte ich nur an die Guten und die Schlechten. Sorry. Die Guten und die Schlechten. Wieso sind Linsen schlecht? Ja. Linsen und Mais. Linsen und Mais ist richtig. Check. Nächste Frage. Was verkauft sie besser? A. Schokoladenostrasen oder B. Schokoladen-Nikolaus.
Nikolaus, ich wusste. Als ob. Es sind Schokoladenmuster. Ich wusste. Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freuen. Lustig, lustig. Wir gucken mal, wenn er pennt. Darum, dass wir einen Weihnachtsbaum zu Bennett ins Zimmer tragen werden. Du musst diesen Weihnachtsbaum schmücken, ohne dass Bennett wach wird. Aber ich sage euch erstmal, was es zu gewinnen gibt. Wir haben den größten Fernseher besorgt, den es im Umkreis von 5 Kilometern gab. Es war im Saturn. So. Das ist riesig. Ja, wenn wir den nicht haben, will sie den mit wieder mit. Das, gibt's auch ein Kabel zu? Nee, wir schicken euch nur den Fernseher. Das okay, ja, ich schau mal. Du spielst. Ja. Sein, ne? Die Chrissy hat uns eingeladen, heute Abend bei euch in der WG die Holy Night Show Ho 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 zu veranstalten. Und das Gute ist, du hast diese, ich fass mal dahin, weil es gerade rausgefallen, diese wunderbaren orangenen Dinger in deinen Ohren. Wir haben wahnsinnig viel Lärm gemacht in der Wohnung. Und du hast aber die ganze Zeit weitergeschlafen. Du checkst du, was los ist? Ja, schon. Ja? Ja, irgendwie schon. Chrissy hat für eure WG gewonnen. Alles Liebe, alles Gute. Vor allen Dingen frohe Weihnachten, ne? Frohe Weihnachten, Digga. Frohe Weihnachten, Basti, ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen!